Schöne Wandtafel mit einer Gruppe von 12 Diplocaulos in unterschiedlichen Wachstumsphasen. Die Jungtiere hier messen in etwa 11 cm, diese Halbwüchsigen haben eine Länge von 24 cm und die ausgewachsenen Tiere messen um die 40 cm. Die gesamte Platte ist etwa 60 cm lang und ca. 36 cm breit. Diese Wandtafel mit Diplocaulus wurde von Charlie McGrady und Matt Mannett im Maßstab von ca. 1 zu 2 angelegt und sehr schön von Martin Garrett koloriert. Die Rückseite ist mit schwarzem Samt verkleidet. Außerdem wurden zwei Ösen angebracht, sodass man diese sehr dekorative Wandtafel auch an die Wand hängen kann. So, nun gehe ich noch mal ein bisschen ins Detail. Wie man sehen kann, ist diese Platte als Relief angelegt. Heißt, dass diese Tiere nicht nur einfach platt auf dem Boden sind, sondern von der Tafel erhaben, also sich abheben. Sehr dekorativ das Ganze. Wer Diplocaulus mag, wird diese Wandtafel lieben.